So schnell kann es gehen. Einmal komplett durch. Ja, also passt auch auf, was ihr tut. Ich passe auf, was ich mache und ihr passt auf, was ich tue. Jetzt gehe ich an meinen Erste-Hilfe-Schrank und werde mich erstmal verarzten. Ich habe echt Bammel, dass mir der Kübel übergeht. Sind da mehr wie 5 Liter Öl drin oder wie? Oder hat da jemand mitgedacht und hat den Motor überfüllt, was ja nicht schlecht ist. Somit beugt man nämlich Korrosion vor. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Herzlich willkommen bei Nice Ice 36. Herzlich willkommen zum nächsten Teil der Kawasaki ZL900 Reihe, der Eliminator unserer Eli. Ja. Das Öl läuft jetzt mittlerweile gut seit einer Viertelstunde fließend. Ganz sachte, ganz langsam, aber nicht tropfend. Das heißt, das kann noch eine Weile dauern und das bedeutet für mich vermutlich, den 5 Liter Kübel gegen einen anderen auszutauschen und ihn weiter rinnen zu lassen. Ja, wir werden es sehen. Ja, im letzten Teil haben wir Kühler ausgebaut, Krümmer ausgebaut, Auspuff, ja, Krümmer-Auspuffanlage haben wir abgebaut, Ölleitung abgebaut und das Öl abgelassen. Kleiner Rundblick, ja. Dann haben wir uns den Kühler angeschaut, aber das haben wir ja alles gesehen. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Als nächstes hätte ich gerne diese Kunststoffabdeckung in den Händen. Auch die geht auf. Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. So, einmal. Dann machen wir die hier oben auch gleich lose. Die geht auch wunderbar. Und dann kann ich die eine Seite, glaube ich, schon mal... Ja, ich weiß, ich bin euch im Weg. Jetzt müsst ihr auch immer hier rumstehen. Oder rumsitzen. So wie ich euch kenne, sitzt ihr ja beim Videoschauen. Da haben wir so eine Halteplatte für da oben. Mit der kleinen Kreuzschlitzschraube. Das nur zum Festhalten. Und dann haben wir hier freie Sicht auf freie Bürger. Das machen wir auf der anderen Seite auch gleich. Ja, die hatte ich vorher schon gelöst und vergessen, die Kamera einzuschalten. Die ging aber auch gut auf. Also mit dem Schraubendreher, Kreuz, Schlitz, Schraubendreher. Gut. Zack, beschriften. Und dann sehen wir hier auch auf jeden Fall ein Relais. Es steht nämlich drauf. Und da hinten ist ein Halter und der ist lose. Der gehört normalerweise da angeschraubt. Da ist ein Loch, da fehlt die Schraube. Also dieser Halter war lose. So, ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, hier den Kühlerdeckel, das Thermostatgehäuse abzuschrauben, meinte ich jetzt natürlich. Ob ich es wagen soll, das Thermostatgehäuse abzuschrauben. Was könnte mir denn da noch entgegenkommen? Da könnte mir, ja, eigentlich nicht so viel. Den kleinen Schlauch hier, wenn ich es schaffe, den Schlauch hier wegzubekommen, dann sollte das kein Problem sein. Die Schlauchschelle wäre also eine Achter. Sehr verrostet. Geht auch sehr, sehr schwer aufzudrehen. So, und das war's dann auch schon für die Schelle. Da kommt der. Ja, also, da braucht man sich nichts zu wundern. So. Schauen wir mal, ob wir das Ding hier, die Schelle hier wegbekommen. Sollte ja eigentlich funktionieren, meine ich. So, den Gummi hier vom Entlüfter,
den müssen wir erneuern. Aber das ist ja kein Problem, das ist ja nichts weiter als so ein Bremsnippel. Bremsentlüftungsnippel. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Schlauch hier noch runter bekommen. Sollte ja eigentlich gehen. Der ist nämlich schön weich, ja, seht ihr. So einfach kann es funktionieren, ohne dass man was kaputt macht. So, komm her, du Schelle, du Defekte. Hin ist hin, brauchen wir nicht drüber reden. Da haben wir jetzt so einen Stecker. Den würde ich gerne mit Zangen, was nehmen wir da, die Spitzzange und die Kombizange, dass wir das vielleicht relativ zerstörungsfrei auseinanderkriegen. Hier anpacken. Und dann da oben. Ist ja Kunststoff, Gott sei Dank, weich. Ich darf nur nicht den Stecker erwischen. Ach du Scheiße. Wie soll denn das funktionieren? Kann er da nicht am Kabel ziehen? Ja, mit einem Miniaturschraubendreher. Einen kleinen Schraubendreher. Zudem habe ich halt nur Rostlöser, aber das ist ja egal. Hauptsache es schmiert etwas. Wenn ich hier mit dem Schraubendreher dazwischen gehe. So, das ist wirklich weich. Also immer vorher schauen, ob das ganze Kunststoff- und Gummigeraffel weich ist. Und dann sprühen wir da mal rein. Dass ich das Ganze da drin verteilen kann. Weil mir bleibt bei dem Stecker nichts übrig oder nichts weiter übrig, so wie ich das sehe. Ja, das Gummi kriege ich runtergezogen. Sehr gut. So, das wollte ich damit erreichen, dass dieses Kondom hier nachlässt. Ja. So, und da haben wir dann den gleichen nochmal. Nochmal so ein Kabel. Und da mache ich genau das gleiche. Das sieht man jetzt nicht. Ich kann euch. Ist uninteressant, ihr habt es gesehen, wie ich es da gemacht habe. So, also auch da hat es geklappt. Stecker nicht oxidiert. Gut. Jetzt müssten wir schauen, dass wir den Schlauch hier wegkriegen. Dadurch, dass das Ganze hier ziemlich verschmockt ist. Ja, schauen wir mal. Da werde ich aber, glaube ich, das Gehäuse hier ab. Jo, das war natürlich wieder perfekt. Das ist doch ein 10er. Kein 12er. Das ist nur eine Schraube, so wie es aussieht. Lässt sich auch lösen. Eiert ein bisschen. Ist ja auch kein Wunder, ist auch eine ewig lange Schraube. Ist nur eine. Tatsächlich, ist nur mit einer Schraube festgemacht. Das ist kontraproduktiv. Braucht man sich nicht wundern, dass die Schrauben verbiegen. Es geht aber. So, das ist lose. Ups. Entschuldigung, wenn es laut war. Jetzt tropft das Öl Gott sei Dank nur noch. So. Da bröselt es ordentlich. Jetzt habe ich nämlich den ganzen hier in der Hand. Ja, ein bisschen Wasser soll runtertropfen. Da werden wir Tüchlein ausbreiten. So, wie macht der alte Sack das? Wie gehabt, Zange um den Schlauch rum und dann den Schlauch drehen versuchen. Das funktioniert da nicht. Dann nehmen wir uns hier wieder einen Schraubendreher. Und hier zuerst mal den Schmutter weg. Und fahren wir hier dazwischen. So, und dann nehmen wir irgendein Schmiermittel. Ja, Silikon wäre natürlich cool. Einfach drauf jauchen. Und dann die Zange nehmen. Den Schlauch hier angreifen. Und dann drehen. Ja, und dann hat man das Ding hier schon in der Hand und da sieht man schon. Also, da, ups,
Da hat schon länger keiner mehr irgendwas getan. So, wie man sieht, es tropft noch. Also lass tropfen. Als nächstes will ich diesen Schlauch loswerden. Das war, glaube ich, 8, wenn ich mich nicht irre. Jo. Wo ist denn eigentlich mein Griff? Da. Vorbereitung ist das halbe Leben, liebe YouTube-Gemeinde. Die geht gut auf. Das ist der Schlauch, der zum Thermostat geht. So. Zange. Losdrehen. Die Zange nicht zusammendrücken wie ein Berserker, sondern nur so weit zusammendrücken, dass der Schlauch in Bewegung geraten kann. Und dann kann man dem hier eventuell etwas nachhelfen, indem man sich hier so eine Kante sucht. Weil wenn sich der mal gedreht hat, ist er lose, dann braucht man nur noch runterziehen. Und ihr habt gesehen, das geht relativ locker. Und so sieht das Ganze unten aus. Ja. Und da sieht man, den habe ich nicht beschädigt mit der Zange. Man sieht noch nicht mal Abdrücke. Nur von der Schelle. Aber da habe ich ja gemeint, wir werden uns da bemühen, Ersatz zu bekommen, also neue Schläuche raufzutun. Und dann schauen wir uns noch den Zumpel an, dass ihr hier auch seht, der ist noch rund, da ist nichts verbogen. Das hat also alles funktioniert. Ja, man muss dann nur mit Gefühl rangehen, dann klappt es auch mit der Nachbarin. So, wenn wir schon so beim Quatschen sind und so weiter und so fort, werde ich jetzt mal den Bügel hier auch noch demontieren. Könnte 12 sein. Sieht aus wie 12, fühlt sich an wie 12, ist aber 10. Ja, ja, der liebe Martin reißt wieder die Klappe auf. Ui, das Ding ist aber sowas von lose. Da ist ein Halter abgerissen, oder was ist das? So, so sieht das da hinten aus. Ja, dann wird dann so verschraubt. Dann hat es da oben eine. Geht auch schön ab. Das ist ein Gummi, so wie es aussieht, ein Gummihalter, der schon gerissen ist. Kann das sein? Das fühlt sich nämlich so an, als ob dieser Halter gerissen wäre. So, und der geht wie runter. Ah, da hat es eine Passhülse. Hier, das ist eine Passhülse. Und hier ist er irgendwie noch mit dem, der ist geklebt worden am Ventildeckel. Und da kommt die Hülse raus. Oder das hier ist eine Hülse und das ist so aufgeschweißt. Und hier, da raschelt der Rost drin. Das da. Oh, halt andersrum. Dieses komische Teil war hier am Ventildeckel festgeklebt. Oder ist das so ein Gummi vom Ventildeckel? Sieht beinahe danach aus. Na, das ist nur aufgeklebt auf den Halbmond von der Dichtung. Weil ich glaube, dass das normalerweise da unten hinkommt. Schauen wir es uns mal auf der anderen Seite an, wie das da aussieht. Na, da ist es genauso. Das scheint irgendwie so ein an dem Halbmond vom Ventildeckel
so ein Gummi zu sein. Hier ist es dann angeschraubt und da oben ist es angeschraubt und dann geht das Ding runter. Dann werden wir das mal runterziehen. Jetzt weiß ich auch, warum ich gesagt habe, das ist eine 12er, weil hier ist es eine 12er. Brauchen wir einmal 10 und einmal 12. Oder ich habe tatsächlich einen Kreuzblick. Das kann natürlich auch sein, aber das ist sogar 13. Eieieiei. Das ist kein 12, das ist sogar ein 13er. So, ewig lange Schraube. Also nicht original. Hätte man anders lösen können seitens Kawasaki, indem man da ganz einfach am Zylinderkopf so einen Halter befestigt. Aber das wäre jetzt zum Beispiel mal sowas, lieber Michael. Machen wir da Crashpads drauf. Aber das werden wir ja sehen. So, das war die Nummer 1. Und jetzt kommt hier die Nummer 2, die Schraube. Ja, kann. Ist halt oben. Kann ich nicht zeigen. Geht aber auch ein und frei. Problemlos zum Aufschrauben. So. Aha, jetzt sehen wir, wie das Original ist. Hier ist nämlich auch schon das Gehäuse gerissen. Das ist einfach so, so ein Prallgummi, würde ich mal das Ding nennen, das hier aufsitzt. Ja, und auf der anderen Seite haben sie es als einfach, da ist auch die Zylinderkopf, die Zylinderhaubendichtung, Ventildeckeldichtung geklebt. Und damit es nicht heißt, ich mache was kaputt, da ist schon ausgerissen. War nicht von mir. Ja, und da hätten wir das tatsächliche Per-Regelventil. Ja, das ist nur noch einmal mit den Per-Schläuchen hier verbunden und dann hier geht es zum Luftfilter. Das könnten wir rein theoretisch abnehmen, aber ich will zuerst mal schauen, wie es hier aussieht, was da noch alles weg muss. Da werden wir nicht lange rummachen, sondern einfach weiter abbauen. Hoho, genau. So, sehen tut man das jetzt nicht. Das ist zwecklos. Das ist zu weit oben, das ist zu weit versteckt. Die Zündspulen will ich jetzt rausnehmen, damit ich da reinschauen kann, runterschauen kann. Und auch die gehen relativ leicht. Und ich nehme immer noch keinen Akkuschrauber, weil ich einfach wissen will. So, die sind bloß da reingesteckt. Ja. Also die braucht man bloß lösen entsprechend. Und dann rausdrücken, wenn ich das richtig sehe. Können die Muttern drauf bleiben. So, ganz easy. Ja. Da hätten wir dann Zündspule 2 und 3. Ziehen wir mal die Kabel raus. So, wenn wir gerade so beim Schrauben sind und ich eh nichts zum Erzählen habe, wie wäre es denn mit einem Gemeindemitglied treffen dieses Jahr. So, erste Zündspule. Was haben wir da für eine? Made in Japan, keine Ahnung. Irgendwas mit Tech. Ja, da steht Tech. So kann man es, glaube ich, lesen. Ja. Das ist also die Zündspule 2 und 3. Die lecken wir mal dahin. Gehen die Schläuche hier raus. Nein, die lassen sich aber da abziehen. Sehr gut. So, einfach Bärz ziehen. Werden wir schon sehen, was passiert. So, und auch hier ziehe ich die Kerzenstecker raus, wenn sie denn wollen. Uah, oh, da ist Wasser. Da steht das Wasser drin. Was erklären würde, warum der erste
Das hier ist ja der erste, schätze ich doch. Der Krümmer so feucht war. Da werden wir auch gleich mal eine Probe nehmen, ob das Kühlwasser ist. Da steht das Wasser bis ganz oben hin und da wird mir wahrscheinlich die Mutter abreißen. Also, wo habe ich denn hin? Da. Immer angewöhnen, liebe YouTube-Gemeinde. Macht das. Legt euer Werkzeug immer wieder zurück. Immer wieder dahin, wo es hingehört. Ihr erspart euch eine Menge Sucherei. Hört sich blöd an. Ist aber so. So, zu, auf, zu, auf. Und schon geht's. Ja, wenn man da ein bisschen vorsichtiger rangeht, kann man es eventuell retten. In diesem Fall ging es. So, und dann einfach rausziehen. Das ist gut gemacht. Braucht man die Schrauben? Die Muttern, Martin. Die Muttern braucht man nicht ganz lösen. Und hier ist gekennzeichnet Plus und Minus. Rot ist schwarz und Plus ist Minus. Ja, und das hatte ich gemeint, dieses rostige Stück. Und gut verschraubt. Diese Kerzenkabel kann man austauschen. Ja, dann sind wir doch da gleich mal auf der guten Seite unterwegs. Und jetzt möchte ich euch, wenn es geht, bitte zeigen, wie das da im ersten Zylinder aussieht. So. Da steht, ich wackel mal. Das sieht man. Da steht also das Wasser drin. Und ich muss euch leider Gottes sagen, ja, es ist Kühlwasser. Zwei sieht man nicht. Ich gehe mal auf die vier. Nix außer Dreck und Rost, wo wir vorher ausblasen. Und bei drei ist auch nichts. Also es ist nur auf dem ersten Zylinder, da ist Kühlwasser ausgelaufen. Was natürlich sein kann, wir haben ja diesen das Thermostatgehäuse gesehen. Aber wie kommt das dann da rein? Ja, wird vielleicht keine schlechte Idee sein, dass man den Motor zerlegt. Ja, und wie holen wir das raus? Na, sagt schon. Wie holen wir das da raus, das Wasser? Ja, mit einer Spritze, mit einem Schläuchchen. Und dann tun wir rumfudeln und sich rumärgern. Und so weiter und so fort. Ich komme euch mal eben kurz ins Bild. Und dann tüftelt man und macht, liebe YouTube-Gemeinde, einmal Schlauch abziehen. Zack, das ist ein Silikonschlauch. Einmal unsere heißgeliebte Pumpe einschalten und rein mit dem Schlauch. Zuck, und schon ist er leer. Stehe ich da jetzt irgendwo drauf? Nein. Moment. Mein Schlauch ist verstopft. Da war irgendwas drin, was nicht reingehört. Moment. Was ist denn da? Was tut denn da nicht? Mal Unterdruck aufbauen. Ja, das saugt nichts mehr. Ist meine Pumpe im Arsch oder was? Ah, okay. Okay. Ja, da muss ich erstmal schön schauen. Ja, verleihe nie dein Werkzeug. Das ist dieser Verschlussstopfen. Den hat es jetzt komplett zerbröselt. Das hat ein Kollege sich ausgeliehen, um seinem Auto die Bremsen zu entlüften. Hatte dann irgendwelche Ausreden und ich sagte, er ist ganz einfach da dagegen gegendert und hat das Ding abgerissen und dann halt gelötet bzw. geklebt. Ich kriege das jetzt nicht mehr auf.
Ich müsste mir also jetzt hier einen, das, ich brauche da nur einen stinknormalen Verschlussdeckel. In der Gewindestärke. Das ganze Plastik hier ist, das ist definitiv, ist er dagegen gewettert. Ja, und dann hat er es mit irgendeinem Kleber oder sowas gemacht. Ja, das muss ich mir jetzt vorher mal genauer anschauen, was für ein Gewinde das ist. Ja, das hat innen 22,4. Also könnte das ein Gewinde sein aus dem Sanitärbereich. Dann schauen wir mal nach der Steigung. Ja, das ist es. Das hier ist 1,5 mal 1,5. Was habe ich jetzt gesagt? Also 1,5 schreibe ich, warte mal, das schreibe ich mir mal auf. Auf einen Zettel. So, und dann nehmen wir nochmal das Innenmaß. Brauche ich nicht zurückspulen. Messen geht schneller. 22,5 Innenmaß. Durchmesser 22,40. Da könnte man da ja mal schauen, was das für ein Gewinde ist. Das kriege ich ja im Internet ganz locker raus. Ja, dann bleibt mir da nichts weiter übrig, als mir einen Fetzen zu nehmen und die Druckluft und das ganze Ding mit Druckluft frei zu blasen. Das meiste ist raus. So, Feuer frei. Tja, stinkt wie die Hölle, das Zeug. Da wäre es wieder sauber. Der Rest, der noch dran ist, den müssen wir so akzeptieren, weil das ganz einfach nicht besser und anders geht. Aber das ist schon extrem sauber. Und jetzt habe ich auch herausgefunden, warum das Ganze eventuell so ist. Wenn wir uns mal diesen Kerzenstecker anschauen. Ja, da ist da das Gummi. Ja, da innen drin ist dann der leicht oxidierte Stecker. Ja, und dann das traurige Ergebnis des ersten Zylinders anschauen. Da hat hier irgendjemand einen ganz stinknormalen NGK-Zündkerzenstecker drauf gewirkt. Ja, ganz stinknormaler NGK-Zündkerzenstecker mit diesem Gummi. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass das nicht dicht wird. Ja, wenn das so zusammengesteckt ist, wo soll da die Dichtheit herkommen? Ja, so, das ist nur so draufgesteckt. Also ich glaube nicht, dass das so richtig dicht hält und wer weiß, wo die Maschine letztendlich rumgestanden ist. So, gerade kümmere ich mich ums Perventil. Schläuche habe ich mal abgezogen, soweit ich da dazu gekommen bin. So. Et voilà. Und da haben wir noch so einen Unterdruck. Abzweiger. Und das wäre dann die Beute. Ja, und da sehe ich schon,
Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das muss neu, also die Schläuche. Ich will jetzt hier mal die Platte abschrauben. Dazu werden wir mal schauen, was das hier unten ist. Das ist eine Kunststoffscheibe am Bremshebel. Komm mal her, Lampe. Scheint irgendwas 13er zu sein. Öl tropft immer noch. Also. Wer macht sowas? Wird doch wohl Kawasaki nicht gemacht haben, oder? Mit so einer blöden Kunststoffscheibe. Oder ist das 12? Ihr wisst ja, es kommt nicht auf die Dicke drauf an. Was ist denn das für ein Dreck? Wer macht denn da eine Kunststoffscheibe drunter? Das kann doch nur einer sein, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Was ist das für eine Größe? Mal 13 probieren. Und sonst, ich fackel das Ding ab. Ich sag's euch, ich fackel das Ding ab. M13 ist doch normalerweise eine M8er. Keine M6er. Tatsächlich eine M8er Schraube und dann so ein krüppeliger Kopf drauf, so eine Kunststoffscheibe. Dann schauen wir mal, der geht ja ganz locker runter. So, dann werden wir hier auch mal die Fußreste abnehmen. Zack. Das war's schon. So. Freie Sicht für freie Bürger. 10er nehme ich mal an. Aber ich habe heute schon so viel angenommen, schon so viel vermutet. Und die liebe YouTube-Gemeinde weiß, der Anfang einer jeden Katastrophe ist eine verfluchte Vermutung. So, und jetzt aus welchem Film? So. Da scheißen wir auch nicht lange rum. So. Dann haben wir hier die Platte mit der Bremspumpe. Und das Ding sollte rausgehen. So. Und dann haben wir hier den Anschluss für den Bremslichtschalter an der Platte. Ganz komisch. So, so sieht das ganze Ding aus. Und da ist dann der Gegenhalter, der dann ganz einfach den Bremslichtschalter betätigt. Ja. Rostig da drin. Ja, aber was soll's? Das kann mal so hängen bleiben, das stört mich momentan nicht. Ja, wenn mich jetzt der Rappel packt, dann machen wir da die beiden Schrauben los, lösen die ganzen Motorhalter, machen hier die Schrauben los. Da sind zwei Schrauben.
und da den Motorhalter, da den Motorhalter und ziehen den Motor raus. Also das wäre jetzt noch halbe Stunde, dreiviertel Stunde Arbeit, wenn ich mich anstrenge. Und dann hätten wir den Motor schon draußen. Ich glaube, das kaufe ich für einen Dollar. Hätte mich auch gewundert, wenn das funktioniert hätte. Ach so, ja, weil was tue ich hier? Ich versuche den Batteriekasten rauszunehmen, weil ich von hier nicht bohren kann. Ich komme hier nirgendwo dazwischen durch mit der Bohrmaschine, dass ich die Löcher, dass ich die Schrauben anbohren könnte. Dafür habe ich mir aber auch 25 Mal auf die Griffe gehauen. So, jetzt ist das mit dem hinteren Teil verbunden. Aber ich glaube, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, nämlich dass ich das Ding hier so rüber kriege. Sollen wir das da mal abschrauben? Also da den Bremsausgleichsbehälter. Wo habe ich es denn hingestellt? Da hinten? Da, wo es hingehört. Ich sagte ja, räumt euer Werkzeug auf, wenn ihr es gebraucht habt, auch wenn ihr noch am Schrauben seid. Ihr braucht da nicht lange suchen. So, Rostlöser drauf. Ja, geht ja wunderbar. Trotzdem, dass die so verrostet ist, geht so wunderbar auf. So, Bremsbehälter ist ja leer. Weil eventuell schaffe ich es, dass ich das ganze Gebilde hier durchkriege. Schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. So. Jetzt kriege ich den hier auf jeden Fall dadurch. Welchen Grunde auch immer man so einen fetten Schlauch nimmt. Ja, es ist 19:30 Uhr, liebe YouTube-Gemeinde. 18:30 Uhr.
Nur damit ihr einen Anhaltspunkt habt, wie lange ich hier schon rumdoktor. Alleine das mit dem Batteriekasten hat ja schon fast eine Stunde gedauert, um das Ding da mühevoll abzuschleifen, um es dann mit etwas Gewürge über den Stummel von der Schraube zu bekommen. So, jetzt könnte uns hier etwas Bremsflüssigkeit abhanden kommen. Putzfetzen. Der ganze Dreck hier, ich habe alles schön sauber gemacht, alles abgesaugt, abgewischt. Sieht schon wieder aus wie vorher. So, jetzt kann die Bremspumpe hier raus, da rinnt noch Suppe aus. Mal schauen, dass ich die entsorgt bekomme. So, ich lasse mal mithören. Servus, Martin, der Jürgen, Zweirad und Sport, grüß dich. Ja, grüß dich, Jürgen, servus. Eine Stunde circa bin ich bei dir. Du, kein Thema. Kein Thema, ich bin in der Werkstatt, ich warte auf dich sehnsüchtig. Ja, wie gesagt, circa eine Stunde. Ja, ja, passt. Einfach kurz vorher anrufen, gell? Mach du. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao. So, ich weiß jetzt nicht, ob man das Geschrei gehört hat. Der liebe Jürgen, der hatte ja schon ein paar Motorräder bei mir geholt. Die Aprilia. Und damit ihr auch seht, dass ich euch nicht anschwindle. Oh. So, da draußen ist finster. Hier ist 6:30. Ja. So, und in einer Stunde ist er da. Und da ist es dann ganz finster. Und da bringt nichts, wenn wir was aufnehmen. So, also so, damit ihr hier auch seht, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ja. So sieht das jetzt hier aus. Und da haben wir zwei Kästen. Die sind unten auf Rollen, die kann ich verschieben. Das Regal habe ich mal vorläufig dahingestellt. Ob es da stehen bleibt, werden wir sehen. Ja, also, auch nicht gezeigt. 3 Stunden rumdoktern. Ja, so würde es aussehen, liebe YouTube-Gemeinde, wenn wir hier aufnehmen wollten. Also, ihr seht selber, das ist absolut zwecklos. Zwei Radtransporte 2, also als Zahl 2, dann Rad, dann transporte.de. Merkt euch das. Ja. Und da ist sie, unsere Kleine, die wird jetzt aufgeladen.